Trainer Rico Schmidt hofft nach dem Last-Minute-Sieg gegen Lok Leipzig auf das vierte ungeschlagene Spiel in Folge. In der 14. Minute hat Zwickaus Yannick Vogt die Chance zu seinem ersten Saisontor. Aber der Mittelfeldspieler legt den Ball am Pfosten vorbei. Der FSV, Tabellen 16., spielt gegen den zweiten BFC auch in der zweiten Hälfte auf Augenhöhe. In der Nachspielzeit allerdings will Somnitz den Ball zum eigenen Torwart zurückköpfen. Der Berliner Dadaschow spritzt dazwischen. Den Abpraller schiebt der eingewechselte Dedides ins Zwickauer Tor. Es ist der goldene Treffer für den BFC Dynamo. Bitter für Zwickau. Der Ball hebt nicht mehr vom Boden ab. Auch so ist Somnitz Kopfball zu erklären. Und Dedides trifft die Lücke zwischen dem Pfosten und dem heranstürzenden Heller perfekt. Der BFC siegt 1:0 in Zwickau. Am Ende der Partie noch 3 rote Karten, erst für Rea, nach dem Apfel für Hiemann und den Torschützen Dedides. Der hatte Zwickaus Torwart zuvor verbal attackiert. Hiemann reagiert körperlich.